willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Beyond. So, ich habe hier schon mal unsere Straßen alle abgerissen, weil ich die gerne alle mit Concrete machen würde. Concrete geht mit einer Farbe eurer Wahl. Könnt ihr weiß nehmen, was auch immer. Ich nehme jetzt mal hier das helle Grau. Habe ich einfach Blumen gepflückt, durch die Sackmill gehauen und dadurch viele Pigmente gekriegt. Sand und Gravel. Sand haben wir ja keinen, obwohl wir in der Wüste sind. Deshalb haue ich gerade hier einen Haufen Sandstein durch die Sackmill. So. Und ja, hier habe ich schon mal was angeordnet. Habe auch schon einiges im Inventar. Und habe da auch schon was vorbereitet, nämlich das hier, so ein kleines Grid, und das werden wir jetzt mal kurz nach oben ziehen. Mal gucken, wie viel wir da rauskriegen. Okay, bis unser Bilderspawn kaputt ist. Das ist ganz schön hoch. Aber wir brauchen auch viel Concrete. So, dann machen wir uns noch ein Bilderswand. Irgendwo hatte ich vorhin mal Stöckchen. Ja. So. Dann ab nach oben wieder. Jetzt habe ich was vergessen. Egal. So, gut. So, Concrete ist fertig. Jetzt gehen wir gerade mal hier so übers Wasser. Aktiviert den Hover Mode automatisch, ist ja geil. So, dann gehen wir wieder da hoch. Das hat mir Shadow TS gezeigt übrigens. Vielen Dank für den Tipp. Und dann platziert man einfach hier Wasser. Und wie ihr sehen könnt, das Wasser fließt runter und macht einfach alles aus alles konkret. Das machen wir hier auch. Da auch. Hier. Und da. Und alles läuft einfach runter. Auch wenn der Wasserblock oben schon weg ist. Und es wird konkret. Sehr geile Idee. Ich habe es hier natürlich ein bisschen übertrieben. Um einfach schnell viel Concrete zu kriegen. So, jetzt muss ich nur gucken. Den Magneten sollte ich vielleicht anmachen. Und dann machen wir den Hover Mode aus und dann hauen wir hier mal den Concrete runter. Und wir sehen uns gleich, wenn ich hiermit fertig bin. So, Concrete alles abgebaut und ich habe es auch gleich gechiselt. Ist ja für euch auch relativ uninteressant. Ich denke, ihr wisst, wie eine Chisel funktioniert. Das muss ich euch ja nicht alles extra zeigen. Dann pflanze ich jetzt mal hier den ganzen Concrete hin. Nach Möglichkeit auch so, wie ich es wirklich haben will. Dann können wir nämlich wieder unseren Bilderswand rauskramen und es einfach mit dem Bilderswand schön schnell durchziehen.
nämlich am schnellsten. Weshalb ich jetzt auf Concrete gewechselt habe, ist einfach, der ist nochmal deutlich schneller, finde ich, wie der Brownstone. So. Sind wir hier am Ende? Wie breit sind wir denn hier? 3. So. Da ich hier jetzt eigentlich nicht mehr hin muss, mache ich das hier gleich mit dem Builderswand. Guckt euch mal an, wie flott man da laufen kann. Da ist ein Fliegen dagegen viel langsamer. Es ist wirklich so. Das Fliegen ist langsamer. Hier fehlt ein Erdblock. Hat dann Enderman mir etwa was geklaut? So, und ich glaube, wir hätten sogar noch... sehr viel von diesem Zeug hier übrig. Selbst wenn wir hier fertig sind. Ich ziehe jetzt hier einfach mal durch, obwohl ich den Absatz eigentlich drin habe. Dann kann ich nämlich mit, dem Builderswand eine Reihe komplett ziehen. Dann muss ich halt hinten diese 4 Blöcke wieder wegmachen, aber das ist ja unwichtig. Und geht ja ruckzuck. So, wenn mir jetzt da hinten das doofe Schaf nicht dazwischen kommt, sind wir jetzt schon fertig. So, und den muss ich jetzt wieder wegmachen. Aber das ist ja kein Ding. Das ist ja kein Act. So, dann gehen wir mal hier hin. Und fertig ist unsere Straße innerhalb von, sagen wir, 4 Minuten. So, jetzt müssen wir aber noch die Stufen machen. Bin ich gerade am überlegen, wie viel wir dafür brauchen. Stufen oder die? Ja, ich glaube, wir nehmen einfach Stufen. So, die sollten auch erstmal reichen. Krass. Ich finde es wirklich schneller eigentlich wie fliegen. Natürlich, wenn du eine gewisse Rüstung hast, so wie Mavia oder Shadow TS, dann bist du wahrscheinlich mit dem Fliegen trotzdem schneller, aber es ist halt übelst schnell zu laufen. Komm, wir machen mal. Wir fragen mal gerade Shadow TS, ob er Lust auf ein Wettrennen hat. Ups, falscher Block.
Das ist schon übel. Ich guck mal, wie schnell ich bin. Ich gucke auf meine Aufnahmeuhr. Achtung, fertig und los. Okay, die Stufen, die hauen raus. Die Stufen machen es alles ein bisschen langsamer. Aber 20 Sekunden. Nicht mal ganz. Von einem Ende meiner Stadt bis zum anderen. Ich probiere es nochmal. Achtung und... Na, 10 Sekunden. Ah, 17, 18 Sekunden. Die Treppen sind das Problem. Wenn ihr die richtig erwischt mit dem Springen, dann bist du ziemlich schnell unterwegs. Okay, also Shadow TS kommt gleich. Dann machen wir ja mal genau auf diese Distanz hier einen Wettrennen. Wir können auch die Strecke nehmen, da habe ich weniger Stufen drin, da habe ich ja eigentlich einen Vorteil. Sind das 3 oder 4? So. Dann gehe ich mal noch schnell rennen. Ja, ich glaube fast, das ist gleich schnell. Also mein Fliegen und das von Shadow TS. So, ich hoffe mal, ich komme diesmal aus dem Bett. Jawohl. Aber manchmal bleibt mir hier im Bett hängen. Und dann... Ah, okay. Hallo? Wollte das Schwein einfach abhauen? Was wir spielen, fragt er mich. Um den Hasen, den ich gleich erlegen werde. Vielleicht. Ja. Gerade den richtigen Moment abgepasst. Um einen Hasen. Er sagt okay. Okay. Eigentlich sollte ich ja gewinnen. Achso, nee. Ich will sehen, wie er einen Hasen fängt. Deshalb muss ich eigentlich gewinnen. Ich muss Gas geben. Oh, ich könnte noch böse sein. Ich könnte noch böse sein. Ich hau mir noch so einen Kaffee rein. Aber da muss ich noch ein bisschen rennen, damit ich noch Hunger krieg. Dann rennen wir noch ein bisschen hin und her, dass ich Hunger habe.
Und dann hau ich mir noch einen Kaffee rein. Und dann gucken wir mal, wer schneller ist. Ah, wo bleibt er denn? Dieses Mal sehe ich dich nicht, glaube ich. Ja, da. Okay. Die Fackel hier ist deine. Die meine. Oder so. So, er joint neu. Falls er neu joint. Ich bin mal gespannt. Okay, das kann jetzt einen Moment dauern. Mal gucken. Gut. Aber jetzt können wir fast. Da ist ein Block falsch. So, normales Fliegen ohne Zauberstab. Zuerst am Tempel ist. Okay, er ist ein bisschen schneller. Also ich finde es trotzdem krass. So, okay, er kriegt den Hasen. So, ich guck mal gerade. Hier Rabbit. Ja. Hier deine Belohnung, deinen Sieg, deinen Hasen. Er ist jetzt irgendwie weggegangen. Hat eigentlich Pech gehabt. So, eine Limonade. Oh, ist er jetzt rausgeflogen oder was? Hallo?
Nee. Okay, ja, Shadow Tears hat gewonnen. Naja, Shadow Tears hat gewonnen. Trotzdem sieht alles so hier ganz gut aus. Oh, ich habe vergessen, den Kaffee zu trinken. Ja, aber so viel wird der wahrscheinlich auch nicht mehr ge hätte der jetzt auch nicht mehr gebracht. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.